Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde zu einer neuen Folge Reptil-TV. Mein Intro-Tierchen, ein Hypokranit-Tigerpython, ne? Also hypomelanistisch mit Granit, Tigerpython, Python molurus bivitatus. Aus meiner Sicht wunderschön, diese Farbe, diese Cremefarbe, also finde ich super toll. Tigerpython leider, wie ihr wisst, werden Riesenviecher, 3,5–4 Meter. Von dem her sicher kein Terrarientier für jedermann, beziehungsweise wahrscheinlich nur für die wenigsten von uns. Aber rein optisch super hübsch, dieser Tigerpython. Und deswegen wollte ich euch den heute als Intro-Tierchen einmal vorstellen. Das Thema heute sind die Rex. Nach wie vor sind die Rex in der Terroristik natürlich ein Riesenthema. Von manchen völlig verpönt, von anderen das Wundermittel der Terroristik, beziehungsweise vor allem auch in der Zucht, das Mittel zum Zweck, aber auch das zumindest gefühltes Mittel, wo sich die Tiere toll vermehren und vielleicht als Folge daraus wohlfühlen. Ne? Soll jeder für sich selber entscheiden, beziehungsweise die REC-Kritiker schaltet einfach weg. Schaut es euch in dem Fall vielleicht erst gar nicht an, wenn ihr von der REC-Haltung gar nichts haltet. Aber ich möchte es heute einfach mal wieder zeigen. Folge 65 haben wir schon über die REC einiges gezeigt. Und das heute soll einfach ein Update sein, weil sich da einiges getan hat. Es gibt einige neue Arten von REC und die möchte ich euch hier vorstellen. Wie gesagt, nochmal vorneweg, Leihweg, Vorteile, Nachteile vom REC. Vorteil ist natürlich das leichtere Handling. Ne? Ich habe hier meine REX, da habe ich die Tiere drin, kann ich schneller sauber machen, reinigen, Wasser wechseln, füttern. Das geht bei den REX natürlich deutlich schneller. Der Platzbedarf ist geringer, wenn ich so ein REC habe, wie wenn ich ein großes Terrarium habe. Zum Beispiel gerade Königspython ist definitiv ein Bodenbewohner. Wenn ich dem ein großes Terrarium in Meter Höhe hinmache, dann ist wahrscheinlich 3/4 von der Höhe in Anführungsstrich verschenkter Platz, weil er sich eh auf dem Boden aufhält oder in der Regel sogar verkriecht, versteckt in der Höhle oder sowas drin. Also der Platzbedarf ist ein Plus für das REC. Das Fressverhalten der Tiere oder auch die Paarungsbereitschaft der Tiere scheint in den REC auch besser zu sein. Es gibt ja sogar ein Gutachten, das Deutsche Bundesamt erstellt hat und erstellen lassen hat, oder das Gutachten wurde in Auftrag gegeben. Da wird sogar erwähnt, Jungtiere, wenn sie klein sind, bis sie gut fressen, darf man sie sogar in so Jungtier-REC halten, weil sie da einfach besser ans Futter gehen. Also selbst die Studie ist eigentlich gegen die REC-Haltung, aber in dieser Studie wird explizit darauf hingewiesen, dass die Jungtiere im REC besser ans Futter gehen. Ne? Meiner Meinung nach ein kleiner Widerspruch in sich. Ich kann nicht einerseits sagen, die REC sind schlecht, die sind nicht gut, aber bis die Tiere gut fressen, bis sie stabil sind, dürft ihr sie in den REC halten. Also, dass sie gut ans Futter gehen, zeigt ja, dass an der Haltung was Gutes sein muss. Ne? Und dann zu sagen, aber wenn sie dann gut fressen und stabil sind, dann weg mit den bösen REC. Meiner Meinung nach ein kleiner Widerspruch an sich, aber egal. Sicherlich auch ein Plus für die REC. Ne? Die negativen Aspekte der REC-Haltung ist, dass wir einfach die Terroristik, dass wir uns angreifbar machen. Ne? Wenn die Kritiker sagen, hier, die Tiere werden in Schubladen gehalten, das ist natürlich ein Kritikpunkt, wo man schwer was dagegen sagen kann. Klar will man ein Tier nicht in Schubladen halten. Wenn man so angegriffen wird, hat man es gar nicht so leicht, sich zu wehren. Die Optik ist ein weiterer Aspekt. Also ein schönes, tolles, eingerichtetes Terrarium ist natürlich eine Augenweide, so ein REC. An sich ist keine Augenweide definitiv. Da ist der Mittelpunkt des Tier oder die Optik des Tieres ist vielleicht das, an was man sich erfreuen kann. Am REC selber hat man optisch sicherlich keinen Reiz und keinen Spaß. Das nur vorweg nochmal als kleine Für und Wider der REC-Haltung. Was ich euch aber zeigen will, sind die REC an sich, nach wie vor der Klassiker, den wir hier haben. Das ist unser M&S-REC, gibt es in zwei Größen. Ne? Hier die für die Babyaufzucht und das hier für die großen, größeren Tiere.
Das hat sich seit vielen Jahren bewährt, ist so im Bau- oder im Baukastenprinzip, ja, kann man natürlich beliebig hoch weiterfahren. Die Wannen sind seitlich belüftet, also ist, wie gesagt, der, ich würde mal als Klassiker bezeichnen. Ich finde es perfekt, das Kunststoff verzieht sich nicht, die Metallverbindungen sind stabil und sowas. Hat sicherlich seine Berechtigung und wie gesagt, in der Technikfolge, siehe unten, haben wir euch das schon mal einen ausführlichen Film drüber gezeigt. Was echt eine, aus meiner Sicht, absolut coole Sache ist, von Reptisu gibt es jetzt ein neues Rack. Das ist das hier unten drunter. Die Wannengröße ist immer die gleiche. Ne? Ich würde mal sagen, das ist okay für Jungtieraufzucht. Diese Reckwannen, die sind immer gleich. Das gibt es als Zweier, Dreier, wie jetzt hier, und gibt es auch als Vierer. Das Tolle an dem Dreier finde ich, dass man es einfach kombinieren kann. Ne? Man kann mit einem Terrarium zusammen, oder wie jetzt hier zwei Terrarien zusammen, jetzt als Beispiel so als Züchter-Reck, Männchen, Weibchen, und dann die Jungtiere sozusagen, kann man sich hier so ein kleines, wie soll ich sagen, so ein kleines Züchterregal oder sowas aufbauen, ne, wo man dann alles beieinander hat. Man kann es auch beliebig wechseln, man kann jetzt auch, es gibt so Zwischenfüße, man kann die Racks zum Beispiel nach oben machen, die Terrarien weiter nach unten oder zwischenreihen, ne? So kann man ein bisschen variieren und hat halt alles wirklich schön beieinander. Ne? Auch optisch ist das eigentlich eine recht attraktive Sache, finde ich. Finde ich wirklich gut und gelungen. Finde es wert, euch das zu zeigen. Das Ganze, wir haben es jetzt hier ein bisschen erhöht hingestellt, ist unten, sind da so Rollen dran oder kann man mit Rollen dazu bestellen und hat da wirklich eine tolle Sache, wo man sich in sein Terrarienzimmer stellen kann und eben hier diesen Kompromiss vielleicht hat zwischen Reck und Terrarium. Ne? Wenn jetzt, wie gesagt, oder was ich vorher schon erwähnt habe, die Jungtiere fressen einfach gut in den Reckschubladen und die adulten Tiere kann ich vielleicht trotzdem im Terrarium halten. Also das finde ich eine recht coole neue Innovation und definitiv wert, euch die hier vorzustellen. Natürlich kann man alles etwas einfacher und billiger machen. Auch bei den Racks finde ich aber gar nicht einmal schlecht, weil die Racks sind nicht billig sozusagen. Viele kennen das oder bauen dann mit irgendwelchen IKEA-Boxen und Holzregalen Racks. Übrigens Holzregale mit Racks, das ist natürlich immer ein Käse, weil früher oder später das Holz aufquillt und dann kriegt man die Schublade nicht mehr raus und so weiter. Also das ist das Einzige, was ich euch nicht empfehlen würde, irgendwie mit Holzrecks zu bauen, weil früher oder später klemmen die und habt ihr überhaupt keinen Spaß mehr mit dem Reck. Was es gibt, wenn man den Geldbeutel schonen will, sind diese Budget-Racks, würde ich sie mal nennen, werden in China produziert, sind aber definitiv gar nicht schlecht. Ist so ein Stecksystem, ne? Da kann ich das zusammenstecken. Also das kommt im kleinen Karton, je nach Größe, ne? Oder letztendlich die Wanne ist das, was das Rack oder was dann die Größe vom Karton letztendlich beeinflusst. Alles andere, dieser Rahmen, das ist so ein quadratischer Rahmen, der ist letztendlich kleiner wie die ganze Wanne. Also das Ganze kann man gut verschicken, ist von oben belüftet. Wie gesagt, man kann es, es gibt die große Größe wie hier unten, es gibt die kleine. Das Ganze kann ich auch drehen, dass ich die nach vorne zum Beispiel rausziehe. Finde ich gar nicht schlecht, preislich auch recht attraktiv, erfüllt seinen Zweck. Wie gesagt, lässt sich auch gut verschicken, lässt sich gut verstauen. Eine ganz praktische, neue, gute Sache. Und wer ein bisschen weniger ausgeben will und wem die Optik vielleicht nicht ganz so wichtig ist, dem kann ich auch dieses Budget Rack empfehlen. Dann der Vollständigkeit halber, auch wenn es schon angesprochen wurde, die Beheizung der Racks bzw. Licht und Heizung, also Licht kann ich gleich vorne wegnehmen, hat man bei den Racks ja keins innen drin. Das Licht im Zimmer wird verwendet und kommt dann durch das Rack rein. Ist auch definitiv okay für ein dämmerungsnachtaktives Tier. Glaube ich, das ist nicht das Problem. Der ganz wichtige Punkt ist die Beheizung von dem Rack. Erstmal vorne weg, es ist relativ kritisch, so ein Rack in einem normalen, in Anführungsstrich, kühlen Wohnraum aufzustellen. Ja, aber also meiner Meinung nach ist jeder normale Wohnraum kühl für Terrarianer-Bedingungen. Das ist wirklich
ein bisschen eine Gratwanderung, weil die Wärme, die man dann in das Reck reinbringt, direkt wieder abhaut, beziehungsweise wenn ich jetzt in dem Reck das irgendwie beheize mit so einer Heizmatte und dann eine Stelle oder eine Zone schaffe mit 30 Grad, habe ich trotzdem an den Rändern, an den Lüftungen, kommt die Raumtemperatur mit 21, 22 Grad in das Reck rein. Ich glaube, das ist wirklich ganz schwer, da ein gutes Terrarienklima hinzukriegen. Also gut ist natürlich ein Terrarienraum, der von Haus aus schon 25, 26 Grad hat. Das finde ich eigentlich optimal. Wenn ihr das nicht habt, kann man auch sowas wie einen Schrank um das Reck drumherum bauen. Ne? Ein Schrank, in dem sich dann die ganze Wärme hält und nicht abhaut und ich dadurch einen Wärmeraum sozusagen um das Reck drumherum baue. Ne? Das ist sicherlich wichtig zu beachten. Ne? Wenn ihr wirklich einen ganz kühlen Raum habt und Reck verwenden wollt, werdet ihr wahrscheinlich nicht so glücklich werden. Ansonsten werden die Recks beheizt, ganz klassisch mit den Heizmatten. So macht man seit Jahrzehnten, würde ich sagen, dass man eine Heizmatte drunter oder besser vielleicht sogar drüber macht. Beziehungsweise seid euch bewusst, von unten nach oben, die unteren Recks werden, wenn ihr sie alle gleich beheizt, werden die unteren immer wegen die kühleren sein, die oberen die wärmeren, weil sich die Wärme natürlich einfach aufaddiert. Ne? Wenn ihr die Heizmatten oben am Reck anbringt, dann glaube ich, ist wichtig, dass ihr unter die unterste Schublade auch noch mal eine Heizmatte macht. Ne? Also die unterste Schublade im Sandwich-Prinzip, zwei Matten und dann immer eine oben drauf, ne? Ist relativ gut. Was es jetzt neu gibt für die Reptisu-Recks, die wir vorher gesehen haben, also an zweiter Stelle, die haben so eine Art Heatpanels dafür entwickelt. Da wird die eine Seite warm, die andere Seite ist isoliert, also da ist auch im Prinzip sowas wie eine Heizmatte drin. Eine Seite isoliert, andere aus Metall, wo die Wärme gut abgeben kann. Die schiebt man unten rein, unter die Schubladen drunter. Sicherlich auch eine tolle Methode, die Recks zu beheizen. Ja. Also das abschließend nochmal als Reckbeheizung. Noch einen coolen neuen Gimmick, das ich euch zeigen will oder jetzt auch gerade speziell für die Recks ganz cool ist, also insgesamt für die Terroristik finde ich es ganz cool, aber speziell für die Recks, das ist von Inkbird, heißt der Hersteller, gibt es so ein Bluetooth-Thermometer. Das ist einfach so ein kleines, jetzt kriege ich es gar nicht raus, doch, so eine kleine runde Scheibe, das ist im Prinzip ein Sender, da ist so ein doppelseitiges Klebeband dabei, beziehungsweise je nachdem, wie ihr es festkleben wollt, macht man im Terrarium fest, also in der Reckbox kann man das festmachen und dann kann man über Bluetooth, also gibt es eine App dazu, ne? Dann habt ihr auf eurem Handy jeden Tag oder permanent die aktuellen Werte, macht die App auf, könnt ihr ablesen, wie viel Grad hat es aktuell, wie viel Grad hat es gehabt, beziehungsweise das gleiche natürlich auch für die Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, könnt ihr dann alles ablesen über die App, könnt beliebig viele von den Sensoren in eure verschiedenen Reck-Etagen reinmachen oder in eure Terrarien. Also finde ich wirklich eine coole Sache. Bei den Reck hat man oft das Problem, wenn man jetzt zum Beispiel ein Thermometer mit einem Kabel hat, dann beim Aufziehen geht es mit dem Kabel nicht so richtig oder sowas. Und dieses kleine runde Ding, das klebe ich einfach irgendwo an die Seite oder an die Decke oder wo immer das gut Platz hat und kann permanent die Temperatur überwachen, ablesen. Also ein cooles neues Teil, kann ich euch empfehlen. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.